Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Banner Saga mit euch und meiner Wenigkeit. Wir werden direkt gleich ins Getümmel starten. Ich hoffe, der hat das richtig gespeichert. Oh, ja. Dread grips me as we approach Grofheim. None of us expected to see a city unscathed. But what we find steals the very breath from my lungs. Ich glaube, das Schwarze sind nicht Vita. Sarkastisch gesehen. Wie viele waren das? Na dann, das haben wir glaube ich schon mal gelesen. Also er hat uns verraten. Wir müssen jetzt uns um genau die kümmern. Keine Punkte zu verteilen. Die kann ich befördern, aber bringt nichts. Hier sind auch keine Punkte zu verteilen. Luke hat auch keine Punkte zu verteilen. Er natürlich auch nicht und er noch weniger. Die Brüder, der eine mit Narbe, der andere ohne. So. Ich habe das meiste Zeug schon geholt, was für die Zukunft gut sein soll, weil alles andere kriege ich bisher immer so, aber... Ja. Ich kann sie leider nicht verwenden. Aber ansonsten heißt das... Nichts Gutes. Gut, manchmal ist man notgedrungen dazu. Die zwei lasse ich mal lieber nicht alleine. Machen wir das mal so. Wir machen mal eine Formation. 8 von 8. 10. Ich denke mal, das wäre besser. Okay, dann beginnen wir mal.
Oh, ich diese Fähigkeit hasse. Okay, krass. Aber sie kann auch nichts machen. Jetzt kommt der Große, oder? Nee. Der kommt bei der nächsten Runde, okay. Ja, was war denn das? So, diesen Punkt stoppt sich gleich Mord live ab. Perfekt, befördert. Gut, das wissen wir ja. Das ist ja das Gute. 9 Ansehen, was uns nichts bringt. Was viel zu wenig ist. Ich sage es Onion Rook, aber du hast recht, wir können nicht hier bleiben. Wenn wir nicht im Schlaf ermordet werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Wüter einen Weg finden. Diese Mauern werden nicht verteidigt. Du entdeckst alle, die sich an. Ohne Verlangen, nicht gemerkt. Man sollte was. Warum sollte Frostwell überhaupt einen Befehl über die Wachen geben? Hatte er es überhaupt, Ickel hatte nie den Befehl. Sobald die Tore zu waren, ist Ickel in die große Halle und hat den Oberhaupt aufgeschlitzt wie ein Narwal. Ich habe es gesehen, Ickel war kein Befehlshaber, schaut ihn doch an. Er hat uns reingelegt. Den Bastard bringe ich um, ganz einfach. Die Wüter haben den Süden bestimmt schon überrannt. Wimmt sie jenseits ein, das ist das einzig sinnvolle Ziel. Ich kenne dort vielleicht jemanden, der uns helfen kann. Und die Wüter folgen uns wahrscheinlich nicht in die Einöde. Und die großen Krieger haben sie jedenfalls nicht getan. Was den Tod bedeutet, die Lebensmittel sind schon knapp. Ich weiß, wo Ickel seine Vorräte aufbewahrt, ich sage es euch, wenn ihr mich mitnimmt. Woher weißt du von den Vorräten? Hat uns Reste an die Flüchtlinge verteilen lassen. Warum hat er das getan? Er dachte, dass die Wüter die Stadt vielleicht in Frieden lassen, wenn sie lebendige Beute finden. Das ist das Schlimmste. Auf, ich warte nur die Vorräte, sondern auch reichlich Krieger, die unbedingt hier raus wollen. Das kann ein Problem lösen. Was ist das Risiko wert? Wenigstens kriegt Ekel es zu spüren, wenn sein Essen plötzlich verschwindet. Wie heißt du? Ohne warum? Ich will nur wissen, wem ich den Hals breche, wenn es schief geht. Ja, Mann. Ich muss aufpassen, dass Ivan nicht stirbt. Überhaupt jemand nicht stirbt. Einen habe ich schon verloren.
Einen habe ich schon verloren. Eigentlich zwei, aber ich konnte das nicht ertragen, dass der eine. Dass uns der eine kurz vorm Verreck war. Nichts, was ich mitnehme, weil alles Stufe 3 nur ist. Obwohl richtig gute Sachen schon dabei sind, nur. Mm-mm. Ich habe gerade meine Versorgung für 9 Tage. Ach, du meine Güte. Schwache Moral. Ich kann noch nicht mal rasten. Das Spiel sagt, du bist elendisch am Abgrund. Du hast keine Chance. Oh Gott, oh Gott. Olaf. Olaf ist der Verleumder. Da ich jetzt gerade sowieso gegen Menschen kämpfe, muss ich leider Alette rausnehmen. Sonst werde ich hier nur elendisch verrecke. Das will ich nicht. Es ist unmöglich, dass ich jetzt irgendwie auf was anderes treffe, außer jetzt auf Menschen. Und ich brauche jemanden, der mich ein bisschen unterstützen kann. Markt haben wir erledigt. Supplies. Kümmern wir uns jetzt mal um die Aufgabe. Es würde zu lange dauern, das Lager komplett aufzuräumen. Du lässt jede Person der Karawane mitnehmen, was sie tragen kann. Nicht lange und ohne hat euch mit seinen zuverlässigen Kriegern auch aus der Stadt gebracht. Ihr bereitet euch darauf vor, die Stadt zurückzulassen. Ne, ich habe jetzt Ekel mich nicht darum gekümmert, was ich aber eigentlich richtig finde, weil er einfach nur ein Arsch ist. Ganz einfach. Er hat's verdient. Ich hätte aufpassen müssen. 80 Vorräte und 30 Kämpfer. Wow. Ist das jetzt positiv für uns? Ist das jetzt positiv für uns? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Vor den Mauern herrscht Chaos. Überall sind Wüter. Und zum Glück ziehen sie um den Hügel, auf dem Frostwell liegt, nach Süden und zeigen wenig Interesse an euch zu folgen, als ihr in die Einöde zieht. Endlich seid ihr aus Frostwell gekommen, doch ihr steht neuen Problem gegenüber. Wenn auch immer Ivar und Sir kennt, wen auch immer Ivar und Wirmsee kennt, du hoffst, dass er bereit ist, euch zu helfen. Wirmsee? Wer war das nochmal? Moral gefallen. Ich habe schon seit Anfang an schlechte Moral. Ich konnte es auch nicht mal umändern. Das ist das, was mich ärgert. Nochmal Moral gefallen. Wow, ihr folgt einer Blutspur auf eine Lichtung und findet dort einen großen verwundeten Wal. Er nagt an seinem Schild, flucht vor sich hin und schlägt hin und her mit den Knüppeln auf den Boden. Würde er nicht so stark bluten, würdest du ihn selbst... würdest du ihn sich selbst überlassen, ohne zu zögern, ey? Heilerin nach den Wunden sehen lassen. Zwei Frauen gehen mit einigen Bandagen vorsichtig auf den Wal zu Asa. Als seine vorsichtig blutende... Ach, come on, ey. Ah, jetzt habe ich 2 Heilerinnen verloren. Warum ist das Spiel so arschig? In der Kavana herrscht Sorge. Mehrere schwarze Gestalten wohnen in der Ferne gesicht. Auf einmal folgen sie euch wieder. Schreit eine Frau auf den Eindruck, dass die Gestalten nicht wie wieder aussehen. Die Götter mögen verdammt sein. Ächzens Olaf, der einen in den Wangen steht. Um weiter zu sehen zu können. Ist schlimmer als wieder. Das ist Ekel. Ekel, aber warum sollte er? Falls er nicht hinter hierher ist, wenn die her ist, Olaf. Er ist verrückt, wirft Olaf ein. Und unberechenbar. Er hat ganz schön viele Kämpfer bei sich. Sein Verstand rast, um eure Finger abzuschätzen. Angreifen und sie von der Karawane abdrängen. Versuchen, dich beizulegen. Nein!
auf den Kampf bereit machen, rufst du. Wenn die Burg gezogen war, wartet ihr. Schließlich hört ihr den Ruf hin. Guck, mein guter Freund. Wir sind gekommen, um zu reden. Ecke wirft seine Waffe auf den Boden und nähert sich alleine. Nein. 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 Er hat den... warum sollte ich... Wir waren doch Freunde. Was ist passiert? Das versuchen sie irgendwie einfach am Wasser zu holen und lassen uns in Ruhe. Ah, das ist schon richtig. Warum, dass man nichts getan hat? Die Wüte, meine ich. Meine Freunde, wie kann ihr, was ihr getan habt? Eingebrochen, ihr habt meine Krieger genommen, habt mein Essen genommen, ihr habt einen meiner besten Männer genommen. Wie geht es dir ohne? Handelt man nicht gut? Ich stecke es dir sonst nur in die Ecke. Wenn du gekommen bist, um mich zu töten, dann bringen wir es hinter uns. Aber nicht doch. Du glaubst wohl, mich zu kennen oder Leute wie mich. Was hat Onef dir gesagt? Dass ich verrückt bin? Ich habe nicht überlebt, weil ich verrückt bin. Ich habe getan, was ich musste, um Rothfeld zu überleben. Du warst mein einziger Fehler. Was für ein Mann bist du, Hulk? Auf mich wirkst du durchschnittlich. Vielleicht ein Mann, der um seine Tochter besorgt ist, der sich eben durchschlägt. Aber dann schau hinter dich. Wie viele Leute sind das? Sie folgen dir und kämpfen für dich? Wieso? Was für ein Mann bist du? Ich beschütze meine Leute. Es ist doch mehr als das, oder nicht? Glaubst du, jeder wäre zum Anführer geboren, zum Treffen schwieriger Entscheidung? Ich muss. Was glauben diese Leute, wer du bist? Du hast sie gerettet. Du bist ein Held. Also, was ist wohl wichtiger, wer du wirklich bist? Worauf bist du hinaus, Ecke? Ich bin dein Gefangener, Rook. Fessle mich. Ist erledigt. Ich kann dort nicht überlegen. Dank euch, meiner lieben Freunde, habt mir vielleicht nicht die Kehle... ihr habt mir vielleicht nicht die Kehle durchgeschnitten, aber ihr habt uns doch zum Tod verurteilt. Ich glaube nicht, dass du so bist. Soll das deine Entscheidung sein? Ihr könnt mir nicht trauen. Ich weiß, nehmt mich und meine Männer gefangen, wenn es sein muss. Ekel senkt die blinkt. Mann! Ich bin mir nicht zu schade zu betteln. Sie unter strikten Bedingungen festlegen. Oh Gott, das ist alles nicht positiv. Was ist jetzt passiert? Ah, das kotzt mich an. Ah, meine Mute-Taste war automatisch die Weiter-Taste. Was soll denn das? Das finde ich nicht positiv. Ah, warum hast du mir nicht ein Messer in den Kopf gestoßen, als wir uns zum ersten Mal trafen, Luke? Verdienen wir nicht mal einen anständigen Tod? Alette, pack deinen Arm. Warte, Vater, was? Das können wir nicht machen. Sie sind Leute wie wir. Was ist, wenn unser Clan die Hoffnung verliert und dich anders betrachtet? So will ich mich nicht fühlen. Ich werde nicht zu jemand, der nicht mein Vater ist. Wenn du es tun musst, dann tu es. Bitte, für mich, tu das nicht. Das wird so... Wir lassen euch leben, aber seht einen Mann, einer Frau nur schief an. Ihr sterbt allesamt auf der Stelle. Verstanden? Ja, ey, das wird einfach, das zwingt einen ja schon, dass alles negativ wird. Geier. Toll. Ah, Mann, echt. Das läuft nicht gut. Das läuft einfach nicht gut. Es ist ja alles schon vorprogrammiert, dass alles schief geht. Es geht einfach nicht gut. Es geht einfach nicht gut. Also die sollten sich eindeutig zu uns versammeln, weil das brauchen wir.
Beim Göttinnen lagern überraschend viele Leute. Sie sind noch lange hier. Schon lange hier, seit die Sonne still steht. Offenbar glauben sie, dass der Sonnengott Rana mir zurückkehrt ist. Trotz der trostlosen Gegend bitte sie ihn an. Sie heißen die Karawane willkommen, gesellen sich zu euch und tauschen mit euch aus, während ihr euch erholt. Handelsgüter haben sie praktisch keine, doch ihr Anführer und bietet euch an, euch nach ihrem Gebetsritual zu beteiligen. Das Angebot annehmen. Fragen, was das Ritual beinhaltet. Das klingt nach einer guten Frage. Machen wir es einfach mal. Es kann auch schief gehen. Sagt einer und zeigt dir eine goldene Flüssigkeit in einem Silberschlüssel. Er verteilt etwas davon auf der Brust. Fast hört es sich an, als würde es dort brutzeln. Durch zusammengebissene Zähne erklärt er, es sich um ein Geschenk der Gesundheit handelt. Das hilft dir, gegen klar zu sehen. Es selbst ausprobieren. Damit musst du das Angebot, als ihr Ölauftrag brennt, er hart wie Feuer, doch du erträgst es. Dadurch erhöhen sich dir zwar nicht die Geheimnisse des Universums, doch die Gläubigen sind beeindruckt und schenken dir noch mehr von dem Öl. Erstmal den Götterstein beziehen. Niemand weiß, wie Radomir ausgesehen hat, da er die Abgeschiedenheit liebte. Niemals nahm er direkten Kontakt mit Menschen auf. Viele denken, dass er eine Schlange war, die in der Sonne lebte, und oft heißt es, dass man sonnigen Tagen die Schwanzspitze eines riesigen Kreaturs mit einem dünnen Wolken sieht. Radomir gehörte stets zu seinem den Glücksgöttern, denen die Leute für gutes Wetter, gesundes Vieh oder gute Ernten danken. Das größte Mysterium bestand jedoch immer darin, dass dieser Götterstein am Grunde einer abgetrockneten Sees gefunden wurde. Okay, krass. Ihr rastet eine Weile und brecht dann wieder auf. Die Anbeter der Götter wollen bleiben. Ihr packt eure Sachen und kehrt auf die Straße zurück. Cool, Flüni. Das muss bestimmt dieses Wasser sein. Krass. Ich müsste mal wirklich komplett rasten, weil ich habe bestimmt immer noch ganz Negatives. Ja, meine Moral geht gar nicht höher. Es ist einfach nur ein Horror ist das. Ja, genau, die Geier. Die haben wir ja auch schon gesehen. Toll. Ja, komm, schieß mal mit auf die Geier. Irgendwaschen ragt einer von mir. Viele Frauen hier können schießen. Du siehst ihr an, dass sie von der Idee begeistert ist. Ich glaube, ich werde einige von ihnen das Kämpfen erlernen. Ja, gute Idee. Können wir immer gebrauchen. Man sieht ja an Alette, was du weißt. Die Leute im Bogen ausgebildet. Er lächelt dich an. Sie geht mit deinen Frauen aus der Karawane. Alles gut bisher. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Moral schlecht. Schlechter geht's nicht. Ich hatte gerade ein bisschen positivere Moral und dann plötzlich geht's mit einem Schlag wieder weg. Ach, dieses Spiel. So ein schönes Spiel. Warum geht bei mir alles schief? Die erstickten Schreie einer Frau erschrecken ausnahmsweise niemanden. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Schwangere niederkommen würde. Die Karawane ist viel mehr begeistert wegen diesem ersten neuen Leben seit Beginn der Reise. Wann die Schwangere niederkommen würde? Die frisch gebackenen Eltern privat gratulieren. Nichts Besonderes unternehmen. Mutter und Kind etwas Frieden gewähren.
Ja, wir müssen, als die Frau aufhört zu schreien und das Baby damit anfängt, bricht die ganze Paranübel aus. Selbst der Trinkhorne vermehrt gegen morgen, ruhen wir uns aus und feiern auf an Kraft und sein langes Leben. Ja, alles, die Leute sind froh, ihre Sorgen kurz vergessen zu können. Ja, aber die Moral muss ja... 10! Moral wieder gefallen und Moral wieder gefallen. Ach, dieses Spiel, dieses Spiel macht mich nur wahnsinnig. Gefallen. Nix ist so. Wie viele Male muss ich rasten, um das zu überleben? Das Krasse ist ja, ich bekomme 25 Nahrung. Also, glaub so ein Dreh. Die Karawane besteht jetzt aus mehr Klammern, als du je erwartet hast. Immer häufiger hörst du Beschuldigungen, es seien Hühner gestohlen worden oder Erbstücke von der Tugend von Tochtern. Auch die Kämpfer beschweren sich, dass sie allmählich nicht mehr jeden beschützen können. Karawane teilen, schlecht. Weiterziehen und damit zurechtkommen. Versuchen, die größten Probleme zu beheben. Einen Rat bilden, der diese Probleme annimmt. Das ist eine gute Idee. Du bestimmt einige ältere Mitglieder, die sich der alltäglichen Probleme annehmen können. Allerdings fangen sie selbst an zu streiten. Andere Mitglieder meinen, sie können die Arbeit besser. Dann löst der Rat sich auf, weil die unbedankbare, aufreibende Arbeit erledigt ist. Ah, Mann. Die sind noch nicht mal zufrieden mit jenem Scheiß, Alter. Am besten alle hier. Winter was never the kind of place someone would build a town. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Toll. Die Wahl finden euch, bevor ihr sie seht. Das ist nicht erstaunlich angesichts der Tatsache, dass ihr so viele seid. Mit gezogener Waffe verlangen sie zu erfahren, was sie hier macht. Als Eva ihnen jedoch sagt, dass sie jemand namens Krummer sucht, besänft sie das. Krummer. Das kann nicht wahr sein. Nein, es ist absolut nicht. Wir tun nur so. Krummer, das ist lange her. Allerdings... Was bringt denn den Ingvar mit seinem eigenen Menschendorf nach Svimsee? Schlechte Neuigkeiten. Es kommen Wüter aus dem Norden. Wir haben es kaum bis hierher geschafft. Ist ja furchtbar. Kommt, wir haben Essen. Reden wir in der Metzschenke weiter. Als ihr dem alten Wahl in die kleine Stadt folgt, hörst du ihn leise sagen. Wenn es irgendwer anders wäre... Also ich habe mit den Griechen gesprochen, um ehrlich zu sein, die Hälfte will nach Norden ziehen, herausfinden, was in Bolschmar passiert ist. Einige meinen, wir sollen stattdessen nach Grofheim gehen. Oh. Oh. Oh, ja. Niemand ist besonders froh, dass ihr hier seid. Was meinst du? Wenn es nach mir ginge, würde ich hier bleiben und die Wüter kommen lassen. Aber mit euch ist das Problem. Mit euch ist das ein Problem, nicht? Wir können so viele Leute nicht lange ernähren, auch wenn sie wenig essen. Das ist eine Wahlstadt. Die meisten wollen sich nur um sich kümmern. Ihr habt Frauen, Kinder. Wir können mithelfen und den Ort verschönern. Diesen Ort verschönern. Warum kommt Rook auf die Idee? Wir wollen uns nicht ansessen. Wir müssen weiterziehen. So funktioniert das nicht. Die Wahl sind ja hier. Weil sie die Zivilisation entfliehen wollen, nicht weil sie eine gründen wollen. Das ist Krumms Entscheidung. Nicht mehr lange und die Wüter werden auch hier eintreffen. Das stimmt. Wenn es etwas gibt, was wir tun sollen, dann Jondre informieren, was geschieht. Wer ist Jondre? Der Wahlkönig. Der war mal. Naja. Was einem König am nächsten kommt. Irgendwann, wo hast du nur diese Leute her? Bleibt hier und ruht euch aus. Sobald ihr bereit seid, brechen wir auf. Ich werde die verabschieden, die nach Norden ziehen wollen. Ich selbst gehe mit euch nach Grofheim. Wieder reisen? Wir sind doch so und so weit gekommen. Ja, und deswegen sollten wir nicht aufgeben. Nicht jammern, Mädchen. Jondre mag einen alten, müden Wal wie mich vielleicht nicht beachten. Aber ich denke auf unseren Freund Irna. Hier wird er hören.
Er wird auf Eva hören? Ja, er hat es euch nicht gesagt. Natürlich hat er das nicht. Tut, was ihr tun müsst, aber beeilt euch. Hm. Oh, wenn nie vorne. Interessant. Das ist ja interessant. Was hat unser bester Freund denn bitteschön vergessen uns mitzuteilen? Egal. Heroes? Er scheint wahrscheinlich eine Legende zu sein. Das ist klar. Eva scheint eine wichtige Person zu sein. Es kostet mich 15 Ansehenspunkte. Wow. Naja, ich brauche Eva noch eine Stufe höher. Er ist unser Main Tank. So, als nächstes müsste ich Rook Krummere. 13, 17, 11, 13. 13, 17, 11, 13. Zu 100% ONF hat 9, 9. 10, 8. 8, 10, 9, 9. 10, 8, 8, 10. Krummere mit ONF. Gehören Wale eigentlich auch zu Menschen zur Letztliste? Ich weiß es nicht. Oh, ich hoffe, dass ich Oddlife nicht verliere. Ich will die nicht appen und danach verliere ich sie. Aber ich muss Leute appen. Das ist das Problem. Du Krummere beschützt. Obwohl er die Schadensdealer ist. Rook Oddlife. So, jetzt skillen wir erst einmal. Ja, ja, was Besseres kann ich nicht machen. Oddlife 9989 513. Das Einzige, was ich jetzt verbessern kann, ist, dass sie mehr Dinge hat. Deswegen. Ach nee. Das kommt auch noch dazu. Rook. Ist auch okay. Krummere ist klar. Kann ich jetzt auch noch nichts machen. Da, Grunde, angeblich ein Geschenk, alles klar. Waffen, die brennen wie Sonne. 15% zweifacher Schaden. What? Ja, aber Eva braucht eigentlich was anderes. Willen in Ruhe. Rüstungspunkte je Runde. Oh, das muss er anziehen, wenn es soweit ist. Das ist Fakt. Ja, ich habe keinen, der das tragen kann. Bisher. Ich könnte natürlich das nehmen, anstatt Willen in Ruhe. Na doch, muss ich machen, weil ich komme sehr selten in Ruhe. Eigentlich will ich noch einen abmachen, aber ich kann es nicht. Nicht jetzt, später vielleicht. Ja. Zuerst er ist wichtiger. Komm, hast du einen Augenblick Zeit? Eigentlich nicht, aber ich nehme mal mir ein. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir für deine Gastfreundschaft zu danken. Jetzt hast du sie. Wie hast du es geschafft, dass die Wahl dir folgt? Respekt, guter Mann. Nach dem Zweiten Großen Krieg gab es nicht viel für mich zu tun. Ich begann andere Wahl im Kampf zu unterweisen. Das war ich irgendwann leider und ließ mich in Würmzee nieder. Aber sie kommen immer noch, auch ohne Krieg. Das könnte sich aber jetzt ändern, nicht wahr? Ich glaube, er wird es mir nicht verraten. Ja, überrascht mich nicht, dass er es dir nie gesagt hat. Eigentlich ist nur überraschend, dass er überhaupt in der Gegenwart anderer, dass er sich in der Gegenwart anderer aushält. Dein Freund war vor langer Zeit einer von uns. Ich meine, ein Wüterschläger. Damals wurde er Ingvar genannt. Wenn du wissen willst, warum er seinen Namen geändert hat, fragst du ihn besser selbst. Ja, das ist verständlich. Ich bin zu alt für diesen Klatsch und Tratsch. Hast du Empfehlungen, was die Kämpfe... Kommt drauf an, was du schon weißt. Sie bestehen nur aus Rüstung. Wenn man sie hart genug erwischt, zerbricht die Rüstung allerdings. Bring Schlacken in eine Reihe, dann explodiert eine nach den anderen.
Wenn du eine große Schlacht gerätst, verbringst du die Hälfte der Zeit damit, sie in richtige Position zu kriegen. Wenn du siehst, wie einer seine Axt wie einen Stimmgabel verwendet, dann töte ihn rasch. Manchmal kommen die Schlacken gar nicht, die er gerufen hat. Ich weiß nicht, ob er mir Geschichten erzählt. Aber ich mach's trotzdem. Mag sein, mag sein. Vielleicht bin ich auch der langweiligste Wal, den du je getroffen hast. Das hängt davon ab, wie spannend du Kämpfe gegen Wüter findest. Frag mich wann anders. Dann kann ich dir erzählen, wie wir einen toten Vox mit einem Walzähnen gefüllt haben. Und warum. Das solltest du wohl. Alles Gute, Freund von Ivana. Die sind immer so, ich sag mal, sehr gleichgültig. Das ist das Krasse. Entspann dich mal eine Weile. Die Leute kriegen alles mit. Oh, kriegen sie alles mit? Wir sind tatsächlich vom Tod bedroht, aber ich soll mich entspannen? Götter, ich sollte doppelt so viele Felder prügeln. Pflügen. Verstehst du? Treib das nicht so weit, dass sie uns aus der Karawane werfen, Mokun. Du bist nicht der Einzige, der leidet. Gut. Du bist also verheiratet, hast Kinder und ich soll mich jetzt auch niederlassen? Wie? Was ist mit die beiden Brüder verstummen, als du dich ernährst? Das stimmt. Ich habe für ein Kind zu sorgen. Reg dich ab, Mokun. Wir treten in Mokun zurück. Ruk, was machst du denn hier? Ich habe geschreikelt und dachte, ich sehe mir mal nach. Ja, kommst du immer gleich gelaufen, wenn es mal lauter wird? Deswegen siehst du wohl schon müde aus. Ja, sieh mal, das ist kein Geheimnis. Ich mag Frauen, Rook. Sie mögen mich auch. Sie mögen die Narbe. Ja. Fee, vergiss es. Hör mal, all dies. Das ganze Sterben. Vergiss es. Jeder enthüllt sich die halbe Karte in den Schlaf erbärmlich. Komm schon, Rook, sei ehrlich. Das ist ein gutes Leben. Die halbe Welt bestellt nur den Boden, bis sie tot umfällt. Was ist das für ein Leben? Wir sind gut dran. Du könntest auch dein ganzes Leben ohne Ziele, ohne Kämpfe, nur mit Langeweile und Hunger zubringen. Ich bin froh über all dies. Ich verstehe, was du meinst. Sieh es mal so, wir kämpfen fast täglich auf Leben und Tod, nicht? Man kann zu einem kleinen Bündel Angst werden, wenn man sich im Wald versteckt und Nüsse essen und die Blätter bewundern oder so. Man kann auch den Kampf genießen. Ich weiß, was die Wahl ist. Was meine Wahl ist. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass ich Alett nicht nachsteige. Versprochen, Otleif auch nicht. Du hast freie Bahn. Was? Du gehst ohne zu wissen, ob sich dein Eindruck von Mogun verbessert oder verschlechtert hat. Ich habe die Mitte gewählt, genau. Ich habe die Mitte gewählt. Leute, ich raste einmal, was nichts gebracht hat. Ich raste noch einmal, dass ich wenigstens Schwache habe, weil die fällt jetzt sofort wieder runter. Ich habe keine andere Wahl. Ich musste mindestens einmal ein bisschen die Moral steigen, weil es geht einfach nicht. Gruffein ist noch ein paar Tagesreisen entfernt, stellt Krummere fest. Aber der Weg durch die Einöde war schlimmer, schätze ich. Wenn ihr irgendwohin sicher vor den Wütern seid, dann dort. Erstehlt euch für einen weiteren langen Marsch. Halb Wimzi, schließt euch an. 62 Wahl, 20 Vorräte, einen Tag mehr bekommen. Moral fällt wieder total zu Boden. Das ist das, was mich die ganze Zeit nervt. Plötzlich ohne Vorwarnung stellt Schneefall ein und du wirst, es wird richtig, dass man die Vordermann nicht mehr sehen kann. Du rufst alles, dass alles anhalten soll, aber der heulende Wind übertönt dich. Es vergeht ein Tag, bis der Schneesturm endlich nachlässt und man in den Schneewehen wieder einzelne Leute ausmachen kann.
Rasch zeigt sich, dass ihr nicht mehr vollständig seid. Bei einer raschen Suche mit der Umgebung werden nicht alle fehlenden Klammerlinien gefunden. Gründlich nach einem fehlenden Freiwilligen aufsuchen lassen. Ein Leuchtfeuer entzünden und darauf warten, dass die Vermissten zurückkehren. Einen Segen für die vermissten Sprecher und weiterziehen. Doch noch eine Stunde suchen, dann weiterziehen. Gründlich nach fehlenden Klammerlinien suchen. Nochmal gründlich suchen, komm. Es dauert, bis die Sucht zusammengestellt sind. Doch das ist die Methode, dass man schnell große Bereiche absuchen kann. Innerhalb eines Tages findet ihr so viele, wenn viele Überlebende. Doch die Freude wird. Doch die Freude wird durch einige Erfrorene und durch die Tatsache bedämpft, dass andere verschwunden bleiben. Niederschlagen setzt ihr die Reise fort. Ja, leider. 21 Clan-Mitglieder sind gestorben. Nicht dein Ernst. Boah. Du bemerkst, dass die meisten Waldnamus auf und ab gehen, anstatt zu schlafen. Ihre Gespräche untereinander und mit den Klangen werden immer kürzer und schärfer. Verschwinde, brüllt ein Wal ein junges Mädchen an, als ein paar Fragen zu viel stellt. Die Klangen unterbrechen, was sie tun und starren die Wal an. Ich bin beeindruckt, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich bin beeindruckt, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir ertragen mancherlei, sagte er und blickte höhnisch auf die Waffe. Alter, davon werden Flüche und Beleidigungen gemurmelt. Och, Mann. Alles ist nicht gerade. Ja gut, ich bin ein Mensch, das muss man dazu sagen. Das habe ich jetzt nicht beachtet. Ein Wal mit einem Wal kann wahrscheinlich so reden. Das hätte er heute kaum gesehen. Als du sie findest, kehrt sie aus einigen Jahren ein zum Lager zurück und sieht recht niedergeschlagen aus. Sie blickt zum Boden, als du dich näherst. Dich still zu ihr setzen. Ich finde, die Dinge ändern sich so schnell, vertraut sie dir schließlich an. Das ist es nur. Alles geht so schief. Ich habe mit Ekel gesprochen. Dies erregte deine Aufmerksamkeit. Was hat er dir gesagt? Hat mir erzählt, wie er mit Onef verwandt ist. Ekel hatte eine Schwester, die Onef geheiratet hat, doch sie ist schon lange tot. Seitdem waren sie verbunden, doch dann ging Onef ohne ihn fort. Er hat ihn einfach wortlos zurückgelassen. Deswegen ist er zu uns nachgekommen. Okay, gute Frage. Eigentlich sollten wir es nachprüfen, ne? Ah, toll. Ach komm, ist das nicht dein Ernst, oder? Also, nee, ehrlich, ich bin. Nö, nee, also, nee, Leute, also. Ich sag's mal so. Ich werde nie wieder eine Num-Taste nutzen, um irgendwas zu machen. Weil ich da gerade alles drin gespeichert habe, ne? Vorneweg. Als zweites. Ah, vielleicht ist es in der nächsten Folge. Keine Ahnung. Ich denke mal, er hat bis jetzt noch nicht gespeichert. Dann werde ich das mal kurz zurückmachen und dann mache ich das rein, was ich machen will und nicht irgendwie, dass ich mich mit ihr streite. Will ich nicht. Warum denn? Ist total unnötig. Nur weil ich 1 und 2 da die Tasten nur hatte. Na gut. Fakt ist, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr guckt. Oder einen wunderschönen guten Morgen. Dann sieht man sich in der nächsten Folge.